Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu diesem Replay von der Scharnhorst, einem wirklich sehr besonderen Schiff bei World of Warships. Und hier hat der Rail Thunder auch noch Glück, dass er Top-Tier ist. Und jetzt schauen wir mal, was er so reißen kann. Er ist nicht allein, nein, er hat ja eine Division, wie man sieht. Und da sehen wir jetzt mal, was diese so imstande zu reißen ist. Pensacola und York. Am Anfang tut es mir leid, wie gesagt, ich kann euch das hier nicht ersparen, dass wir hier so ein bisschen verschiedene Ansichten sehen. Aber jetzt gehen wir eh schon ins Live-Gefecht über und schauen, was hier möglich ist. Ein paar Schüsse gehen zwar auf ihn rein, seine treffen allerdings nicht. Schade. Ah, ich kann doch die Karte, die Ding jetzt wieder mal frei drehen, das ist sehr schön. Gut zu wissen. Ist aber egal, denn wir wollen wirklich sehen, was der Spieler macht. Also die Schüsse auf die Gneisenau wollen wir natürlich in ihrer Art und Weise sehen. Und sehen, ja, da hier drüben ist sie. Und auch ein paar Treffen. Und jo, schon gar nicht schlecht, du. 7000 Damage mit der Salve jetzt in Summe gemacht. So soll das sein, so macht es auch Spaß. Oh, und da hat die Pensacola einige Torpedos vor sich. Ah, da ist er aber gerade nochmal rumgekommen, du. Das war schon nicht ganz unknapp, muss man einfach mal feststellen. Und jetzt pendelt sie mal rüber. Vielleicht, da ja jetzt so ein paar die schön dann reinschnalzen. Und, joa, 3000... Da geht schon noch mehr. Vielleicht jetzt aber auf die Nürnberg. Mal schauen, was der Deutsche so aushält. Und der hält da schon mal nicht so stand. Und dann noch mal deutlich mehr. Nämlich in Summe 16.000 Damage. Jo, so soll das. Damit schon 27.000. Hier die Torpedos, die sollten kein Problem darstellen. Und die Pensacola, die muss hier zurücksetzen. Das ist immer ein kritischer Moment, denn da kann man natürlich ganz schnell mal aufs Korn genommen werden vom Gegner. So, und jetzt, das könnte schon für die Pensacola erledigt sein, aber nein, das war es noch nicht. Aber wir sehen, die hat nichts mehr und da treffen sogar zwei Torpedos. Aber die Königsberg hat sie da final weggeholt. Jetzt dann direkt das nächste Ziel mit der Miyoko. Und hier auch. Oh, 26.000 Damage. Drei Zitadellen. Miyoko, willkommen im Scharnhorstland, kann man da nur sagen. Und hier, das war jetzt auch nochmal ein schöner Treffer auf die Nürnberg. Und die definitiv hat jetzt genug, denke ich mal. Na, was ist mit der nächsten Salve? Die Gneisenau, ja, die fahrt natürlich nicht so schön. Da ist es dann schwieriger, den Schaden auch wirklich anzubringen. Und hier, da auch nochmal schön mit auf die Reise genommen. Aber der Schaden, der hat leider nicht final gereicht.
So, jetzt hat die Scharnhorst, die Storst hier leider die Problematik, beziehungsweise, man muss es sagen, die Scharnhorst hat die Problematik, dass die Storst immer hinter diesem Fels ist. So kommt er natürlich nicht drauf, was für ihn natürlich super ärgerlich ist. Für die Storst natürlich ideal, denn er hat hier so seine Ruhe vor ihm. Aber die Kneisenau, die kann sein, dass sie hier ein wenig beschießbar gleich sein wird. Und genauso ist es, nämlich in 9,8 Kilometer kommt da jetzt einiges raus. Und die schauen nicht schlecht aus, aber auch wieder hier. Und nur 2800 Schaden. Also, da dürfte schon wirklich mehr passieren. So, und hier die Storst weiterhin macht sie hier das Insel-Versteck-Dich-Spiel. Von den Tickets her kann man auch mal einen ganz kurzen Blick drauf werfen, denn da schaut es nicht gut aus für sein Team. 250 Tickets weniger, 3 Schiffe weniger. Also das sind alles keine schönen Zahlen. Aber vielleicht kann er jetzt hier gegen die Kneisenau den Anschlusstreffer sozusagen erzwingen. Wobei aber auch er hier für die Kneisenau nicht wirklich schön fährt. Brennt jetzt auch noch. Aber das Schöne ist, die Torpedos, die kommen gut. Die hat die Kneisenau, glaube ich, nicht ganz auf dem Zettel gehabt. Und genauso ist es. Schon ist er auch weg. Jetzt macht er hier ein bisschen Kuscheln mit der Insel. Da sieht man... Oh, scheinbar scheinen die Felsen kein Hindernis darzustellen. Da fahrt er nämlich einfach durch und er macht nicht die Titanic dabei, sondern es geht weiter für ihn. Ja, warum auch nicht. Aber jetzt ist er halt im Fokus von 2 Schiffen. Was halt natürlich gut ist, dass sein ganzer Platoon auch noch lebt. Also, obwohl sie hier deutlich dezimiert worden sind, haben die 3 geschafft noch zu überleben. Und dementsprechend können sie jetzt sich da unterstützen. Er geht jetzt erstmal hier auf die New York. Wir sehen hier da 5000 Schaden, aber er brennt schon wieder. Jetzt Überlegung, ob man nicht vielleicht den jetzt weglöschen sollte. Aber er denkt sich wahrscheinlich, bei einem Brandherd, da lasse ich es nochmal lodern. Und hier das ganz schön mühsam, der New York hier die Hitpoints zu stehlen. Die macht es ihm da nicht ganz leicht. Und hier die Torpedos, die sind jetzt mal richtig unangenehm. Da hat die Akatsuki alles auf ihn rausgeballert, aber sehr schlecht geschossen. Das ist jetzt sein Glück. Dementsprechend kann er sich jetzt hier ein bisschen gegen die wehren. Hätte auch vielleicht noch Torpedos mal rüberballern können. Aber ich glaube, da war er einfach gerade so beschäftigt mit Ausweichen, allen drum und dran, dass er da jetzt alles gedacht hat, nur jetzt nicht unbedingt noch seine Torpedos ins Spiel zu bringen. Aber man sieht, einmal schlecht geschossene Torpedos und tschüss heißt. Und auch hier, die Nürnberg lässt jetzt noch Torpedos raus. Da trifft Gott sei Dank auch nur einer. Und wir sehen, so rein von den Zahlen her, schaut es gar nicht mehr so schlimm aus. Denn sein Team hat 4 Schiffe, das Gegnerteam lediglich 1 mehr, nämlich 5. Nur die Tickets und die Camp-Punkte, da ist das gegnerische Team noch ordentlich im Vorteil. Auch jetzt wurde noch die York abgeschossen von der Emerald. Mit 2 Tierstufen Unterschied ist das natürlich schon wirklich happig. Die Schüsse kommen gerade so drüber. Aber ui, genau so einen Comeback-Schuss brauchte er. Da ist nämlich hier die Emerald mal ordentlich rausgewuppt worden. Und jetzt sind aber auch alle seine Mates weg. Also das heißt, jetzt ist er hier wirklich
alleine gegen die Gegner. Und jetzt Nürnberg, die ist nicht weit weg. Auch die Schüsse könnten spannend werden. Und auch hier nochmal zwei Zitadellen. Und auch da die Hitpoints richtig, richtig schön weggehauen. Also da schon 153.000 Damage. Also wenn er trifft, dann trifft er teilweise richtig schmackig. Kann man nicht anders sagen. Ja, die Salve ging jetzt wieder so semi, sag ich mal. Aber er ist noch nicht alleine, denn noch hat er ein Teammate, aber auch die York, hat man gesehen, die hat kaum mehr Hitpoints. Also da ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis die jetzt weg ist. Und jetzt ist er im One-on-One alleine gegen drei Schiffe und da ist mit einer König, einer York nicht so wirklich zu spaßen. Und die Nürnberg, die kann ihn ja auch noch wirklich maßlos nerven. Aber drei mögliche Kills sind hier noch drin. Die König kommt verdammt nahe. Vielleicht hat die so das Thema Torpedos nicht so auf dem Schirm. Das wäre natürlich sein Glück, wenn er da der König jetzt noch ein, zwei Torpedos reinballern könnte. Hat einen Brand hier ausgelöst. Aber wir sehen die New York, bis die endlich mal den Schaden frisst, das zieht sich wie Kaugummi. Aber jetzt geht er erstmal auf die König drauf. 5000 Schaden, ja. Und nochmal. Und da treffen zwei Torpedos, ein Wassereinbruch und ein Brand. Und wir sehen, der hat gesessen. Also jetzt hat die König hier mal richtig, richtig Probleme. Und da hat die Salve auch nochmal gesessen. Und jetzt one in one. 1200 Hitpoints, 700 die sekundären Schießen, aber er ignoriert die schon, denn jetzt geht's auf die New York. Schön versenkt, genau soll's, 222.000 Damage. Und jetzt, was kann er mit der New York reißen? Kommt jetzt hier endlich mal Schaden rum? Ja, der schaut doch schon gut aus. Jetzt kriegt er mal von hinten das Feuer. Er hat sich gerade die Krake sichern können, aber er hat noch zwei Schiffe. Die Krake kann nicht wirklich gefeiert werden, sondern jetzt will man sehen, was ist hier noch machbar. Und auch die ist weg. Und jetzt nur noch die Nürnberg.